glaube, das kriege ich erst hin. Ach, ich glaube, das kriege ich erst, wenn ich Black Mask gefangen habe. Ne? Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Das müsste ich jetzt gleich bekommen. Hallo? Batman? Hörst du mich? Gordon. Entschuldige die Unterbrechung. Barbara hat mir diese Frequenz gegeben. Nun, ich dachte, du könntest mir bei etwas helfen. Gibt es ein Problem? Das kommt darauf an. Wenn wir es rechtzeitig unterbinden können, sollte es keins werden. Was unterbinden? Ein paar Flüchtlinge aus Blackgate sorgen für Unruhe in der Stadt. Nach den Geschehnissen heute Nacht sind wir gerade etwas unterbesetzt. Sie wollen, dass ich sie festnehme. Genau das ist doch Ihr Job, oder? Mal sehen, was ich tun kann. 20 Blacklight-Gefängnisse, Häftlinge übrig, das ist der letzte, das ist die letzte Akte, also das letzte Profilding, so, das müssen wir jetzt noch machen, da müssen wir noch mal ein paar Leute verkloppen, und die haben schon auf uns gewartet. Alter, wie viele sind das denn, wollen die verarschen? So, die haben wenigstens gewartet, bis ich, also das waren schon nette Verbrecher, die haben gewartet, bis ich das Gespräch fertig hatte. Also so nett waren sie dann doch schon. Also die haben wirklich das Telefongespräch nicht unterbrochen. Das ist echt nett. Und die Fallakte kann natürlich erst kommen, wenn das Spiel vorbei ist. Weil die können ja nicht aus dem Blackgate-Gefängnis ausgebrochen sein. Und Gordon kann uns ja nicht um Hilfe rufen, wenn wir die das Spiel noch nicht fertig haben. Weil das ist ja der zweite Ausbruch wahrscheinlich. Und Gordon würde uns ja vorher gar nicht um Hilfe bitten. So. Und sind die denn jetzt alle auf der Karte irgendwie oder muss ich die jetzt finden? Nee, die sind alle auf der Karte, dann müssen wir die jetzt ein bisschen abfliegen. Das können wir ja mal machen, das ist ja kein Problem. Markieren wir die so ein bisschen und holen die uns noch. Und dann ist das auch, glaube ich, schon fast das Letzte, was wir dann machen müssen. Aber das können wir ja nochmal schnell machen. Das ist ja, wir müssen die ja nicht festnehmen, glaube ich. Wir können die dann einfach... Der Joker hat Blackgate angegriffen. In all dem Chaos... Fasse Blackgate-Gefängnis, Häftling 1. Ich hoffe nur, dass ich die dann jetzt nicht wieder fangen muss und das funktioniert nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oder kann ich die einfach niederklippen und die sind dann da? Das weiß ich nicht. So, jetzt hau ich die mal jetzt. Du willst auch Schläge? Der Einzige, der diesen Anzug anhat, den orangenen, glaube ich. Wenn man das, kann man jetzt schlecht sehen, aber das ist, glaube ich, so. Die teilen aber auch gut aus. So. Vor allen Dingen der mit der Waffe. Ja, viele Projektile. Alter, die hauen mich immer. Wollen die mich verarschen? So. Aber im Grunde ist das jetzt nur hier kämpfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so spannend ist, weil die sind ja jetzt auf der Karte. Ich überlege, ob ich das jetzt dann einfach offscreen noch mache, aber das ist, glaube ich, eher das Letzte, was wir machen können. Ich kann ja mal so ein, zwei noch machen. Aber im Grunde müssten das jetzt eigentlich alles dasselbe sein und die dürften alle auf der Straße unterwegs sein und dürften jetzt gar nicht allzu viele Verschiedenes machen. Das war's auch, glaube ich. Aber der will noch mal aufs Maul. Ich kann nicht mehr. Nee, ich muss sie doch alle verhören. Ich gehe nicht zurück. Du kannst mich nicht zwingen. Doch, kann ich. Gordon, schicken Sie jemanden, der diesen Mistkerl abholt. So, 19 Blackgate-Häftlinge sind noch übrig. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch einen. Und dann mache ich die vielleicht offscreen und dann melde ich mich beim letzten wieder, beim 20. Wir können das ja jetzt hier so machen, dass wir dann in den Kreis gehen auch und holen uns die dann. Ach genau, das war das Problem. Manchmal ging das mit dem Verhören auch nicht. Und dann habe ich die verkloppt und dann ging das nicht. Dass ich sie festnehmen konnte, was dann natürlich ein bisschen suboptimal war. Ich hole mir jetzt mal den. Sonst würde ich sagen, mache ich den Rest offscreen, weil da passiert dann nichts anderes. Außer, also, dass die sich freuen, dass sie frei sind und wir irgendwie sagen, du musst jetzt ins Gefängnis und Gordon holt sie ab. Was anderes passiert da nicht. Das ist ja jetzt, vor allen Dingen, wenn wir jetzt die Story fertig haben und das Spiel eigentlich auch fertig haben, dann muss ich das ja nicht noch unnötig dann in die Länge ziehen, weil dann kann ich ja dann einfach bei mich, beim letzten melde ich mich nochmal, damit man sieht, was passiert und falls dann doch nochmal was kommt, dass man das sieht. Und sonst ist das eigentlich immer dasselbe jetzt. Das ist dann wirklich, da ist dann jetzt wirklich nichts anderes. Das passiert einfach nur so, nur dass wir jetzt noch die 20 noch einfangen müssen und verkloppen müssen und ein bisschen Schlägerei haben, was natürlich Spaß macht, wenn man das spielt. Aber zum Zugucken dann nur das Gleiche, das ist, glaube ich, ein bisschen sinnfrei, finde ich jetzt persönlich. Und ich melde mich dann nochmal beim letzten gleich. Und, ups. Und was wollte ich sagen? Genau, und dann melde ich mich beim letzten nochmal und dann gucken wir nochmal, ob wir noch irgendwas haben, was wir noch nicht gemacht haben.
Und dann kümmern wir uns darum noch. Und, was wollte ich sagen? Genau, aber ich glaube, wir haben fast alles. Also ich melde mich auf jeden Fall beim letzten nochmal. Das wird dann nochmal... Keine Sorge. So, den holen wir uns jetzt noch. Den holen wir uns noch. Schluss mit lustig. Du kommst wieder nach Blackgate. Bitte. Nicht. Da ist es schrecklich. Schick mich nicht zurück. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du Mafia-Killer geworden bist. Ne, die Gespräche, die werden jetzt alle so ablaufen. Gordon, sie sollten jemanden herschicken. Genau, und jetzt 18 Blackgate-Gefängnis Häftlinge noch übrig. Da passiert jetzt nichts anderes. Also da würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich melde mich bei dem letzten, beim 20. Da melde ich mich dann wieder. Und würde sagen, bis gleich. Weil das ist, weil wir haben das Spiel ja durch, ne? Es ist ja jetzt nichts mehr. Das ist ja nur diese Zusatzdinge noch, was ich hier mache, um alles zu zeigen. Und dann kommt ja eh noch die Folge, wo ich dann alles vorlesen werde, was wir haben. Da muss ich dann eh nochmal offscreen ein paar Dinge suchen, damit wir auch wirklich 100% dann freigeschaltet haben. Und würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Batman Arkham Origins. Und wir haben ja noch einiges zu tun, beziehungsweise gar nicht mehr so viel. Ich habe ja gesagt, ich mache in der letzten Folge habe ich, glaube ich, gesagt, ich mache eine Pause und wir sehen uns dann wieder. Aber ich glaube, die Folge wird sonst zu lang. Ich glaube, die ging ja schon 25 Minuten. Deshalb wollte ich das lieber dann in Ruhe in die neue hier packen. Und zwar habe ich dann gesagt, wir müssten ja oder müssen noch oder haben oder hätten müssen können. Hier haben wir ja noch einen Auftrag. 99% haben wir geschafft. Und zwar, oh, nee, das war falsch. Entschuldigung. Ich muss das am besten mit den Pfeiltasten machen. Das geht einfacher. So, hier sind nämlich die entkommenen Blackgate-Häftlinge. Die sind nämlich noch unterwegs. Das waren, glaube ich, 20 Stück an der Zahl oder so. Und, ich glaube, 20 waren es? 20 waren es, genau. Und ich habe gesagt, ich werde die alle ausschalten, weil da ist jetzt nichts so bei zu können. Die sind nämlich alle, ist alles dasselbe, muss die einfach nur einfangen und dann ruft der Gordon an, ne? Das habe ich ja gezeigt. Und dann habe ich den letzten übrig gelassen, damit man dann sehen kann, was passiert, wenn wir denn alle haben. Und, was haben wir noch gehabt? Es war noch was. Genau, hier. Ich habe nämlich hier... Wups, dann mache ich das mit E, muss ich das machen, genau. Und da habe ich das... Wo war das? Hier, genau, bei den Profilen. Da gibt's nämlich die Figur. Das zeige ich euch auch nochmal alles. Das wollte ich aber in einer Extra-Folge machen, weil das schon eine Zeit einnimmt. Und ich wollte das nicht damals vor dem Let's Play machen, weil das wurde ja durch das neue Spiel Plus, habe ich ja schon hier alles freigeschaltet. Hätte ich das vorher gemacht, hätte man zum Beispiel schon mal sehen können, dass er hier verstorben ist und das hätte natürlich, oder gefasst wurde hier, Deathstroke, das hätte natürlich ein bisschen gespoilert, deshalb habe ich das gelassen. Und hier gibt's aber noch, ihn hier, Cyrus Pinckney, und der hat in der ganzen Stadt überall seine Tagebücher hier irgendwie versteckt. Das liest er auch vor, das brauche ich ja jetzt nicht, das zeige ich ja dann. Und da musste ich, glaube ich, wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 musste ich irgendwie finden oder was? Und jetzt fehlt mir noch eine, und da hat Batman, ist da irgendwie selber auf die Idee gekommen, dass er dann zu seinem Grab müsste, um da das letzte zu finden, und das befindet sich zufälligerweise in der Nähe von Häftling 17, deshalb habe ich den auch übrig gelassen. Und hier Sehenswürdigkeit, untersuche Cyrus Pinckneys Gruft. Und dann hole ich mir aber erstmal den Gefängnisinsassen hier, der muss ja wieder zurück, und dann haben wir nämlich da auch alle abgeschlossen. Und dann haben wir, glaube ich, alles geschafft, was man in dem Spiel storytechnisch machen kann. In Arkham City. So, Krimineller. Sind das die schon? Nein, das sind die noch gar nicht. Dann lasse ich den mal in Ruhe. So, warte mal. Oh, jetzt macht er wieder mit seinem Umhang, der auch schon ein bisschen ramponiert ist. Das muss hier unten irgendwo sein. Hier ist es unter mir. Ach, da. Oh, das war jetzt ein bisschen daneben, aber dass da die Schockwelle hat trotzdem genützt. So. Dann hole ich mit dir, die sind ja nur zu dritt hier. Und der mit dem Orangenen, das ist der, den wir suchen. Ach, guck mal, da kommen noch ein paar Kumpanen. Aua, nicht mich hauen. So. Oh. So, komm, so, die müssen wir jetzt fertig machen. Das ist ja jetzt keine Kunst. Die haben, glaube ich, nur, der hat nur sein Brecheisen. So, machen wir mal kurz Prozess jetzt mit denen hier. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht den Typen jetzt wieder niederschlage, weil dann verhört er den nämlich nicht. So, den hat er jetzt nur K.O. gehauen eigentlich, beziehungsweise den wollte er jetzt nicht niederknüppeln mit meiner guten E-Taste. So, den noch. Die müssen natürlich erst zuerst umfallen, die anderen hier, sonst kann ich ja den nicht verhören oder festnehmen. So, sind denn jetzt alle? Gut. Komm schon, sei kein Unmensch. Es ist Heiligabend. Wie wär's, wenn du mich einfach laufen lässt und ein Auge zudrückst? Ich würde mich erkenntlich zeigen. Kein Interesse. Gordon, schicken Sie eine Einheit an meine Position. Ich habe noch ein Weihnachtsgeschenk.
So, jetzt müssten wir eigentlich alles haben. Genau. Na gut, das war der letzte. Danke, Batman. Ich schulde dir was. Dann sagen Sie Ihren Männern, sie sollen mich in Ruhe meinen Job machen lassen. Ich denke drüber nach. Lassen Sie sich nicht zu viel Zeit. Ich habe das Gefühl, das war nicht das letzte Mal. Das war es tatsächlich nicht so. Da haben wir damit das jetzt auch abgeschlossen. Entkommene Häftlinge, da haben wir sie alle geschnappt. Prozent abgeschlossen, 100%, super. Und Gesamtfortschritt auch 100%, alle Akten haben wir abgeschlossen. Und jetzt speichert es nochmal das Spiel. Und jetzt muss hier irgendwo das Grab sein. Ich kenne das mit dem Grab selber nicht. Ich habe das selber noch nie gesehen, weil ich die Tagebuchseiten, die habe ich auch damals noch nicht gefunden, weil das hängt ja dann in dem neuen Spiel Plus, kann man das ja dann einfach so machen, das hängt ja dann zusammen mit dem anderen, der synchronisiert sich das dann und die habe ich auch nicht gefunden, da muss ich auch zugeben, da habe ich ein bisschen in der Lösung geguckt, wo die sich befinden, weil genauso wie die Aniki-Markierungen, das, was der immer an die Wand sprüht an verschiedenen Gebäuden, da hätte ich die ganze Stadt absuchen müssen, jeden Winkel, das war mir dann doch ein bisschen zu viel und da ich euch das aber trotzdem zeigen wollte, vor allen Dingen das mit dem Grab hier, dann habe ich gedacht, guckst du einfach mal nach, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen lang gewesen. Guck mal hier unten, da war ich tatsächlich noch gar nicht. Oder doch, da war ich mal, aber ich habe nicht gewusst, was es ist und musste wieder weg, weil ich nicht reingekommen bin. Cyrus Pinkness Gruft. Okay, jetzt bin ich selber mal gespannt, was da passiert. Ich weiß es ja nicht. Jetzt können wir die Tür öffnen. Bin ich mal echt gespannt, ob da hier noch ein Kampf kommt oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Cyrus Pinkness Gruft. Also hier war auf jeden Fall jemand, weil sonst würden die Kerzen nicht brennen. Und ich glaube nicht, dass das so unendlich lange Kerzen sind, die unendlich lange brennen. Das ist ja zwar Comic, aber ein bisschen realitätsnah ist es ja dann schon. Ein bisschen. Und hier ist sogar noch jemand, aber ich glaube nicht, dass es Cyrus ist. Der noch lebt? Vielleicht lebt er noch. Da liegt er. Ist ja ein bisschen spooky hier gerade. Da ist die letzte Plakette, so sehen die alle aus und da sind die Tagebuchseiten auch drin als Audiodateien. Niederschrift von Cyrus Pinkney, eine Plakette zu Ehren Cyrus Pinkneys, dem Architekten des modernen Gotham. Und da liegt noch jemand. Ob die hier irgendwie den Schatz heben wollten oder, also ich weiß nicht, ob es einen Schatz gibt, aber das sieht so schatzmäßig aus. Ob der gleich aufsteht? Und warum hat er ein Schwert in der Hand? Ist das irgendwie König Arthur oder sowas? Ist das Excalibur? Nee, ich scanne jetzt mal die letzte Plakette. 14. Januar 1855. Bei Gott, es hat funktioniert. Amadeus ist wahrhaftig ein Genie. Da du es bis hierher geschafft hast, lieber Leser, sollst du auch Folgendes wissen. Ich fand heraus, dass Cobblepot mich zu vergiften gedachte. Also beschlossen wir, seinen vergifteten Wein durch einen aus unserer Herstellung zu ersetzen. Wie erwartet wirkte ich. Ich prustete. Ich verlor das Bewusstsein. Aber es war kein Gift, das ich einnahm. Es war etwas von Amadeus. Sein Mittel versetzte mich in einen Schlafzustand so tief, dass selbst der beste aller Ärzte nur meinen Tod feststellen konnte. Und doch bin ich hier, wieder auferstanden. Und jetzt werde ich Rache nehmen. Henry Cobblepot wird für seine Taten büßen. Eine interessante Wende. Beim Lösen des einen Mordfalls haben sie einen anderen gleich mit aufgedeckt. Henry Cobblepot. Ja, laut den Akten starb er bei einem Verkehrsunfall, kurz nach Cyrus' angeblichem Tod. Aber jetzt kennen wir ja die Wahrheit. Er wurde von dem Mann, den er eigentlich ermorden wollte, getötet. Und was ist mit Pinkney? Dieses Geheimnis scheint noch etwas länger Bestand zu haben. Cyrus Pinkneys Geheimnisse abgeschlossen? Das ist ja ein Ding. Okay, das war also hier irgendwie, der ist tatsächlich gar nicht tot. Vielleicht lebt er sogar. Obwohl, Henry Cobblepot war, glaube ich, der Vater von dem Pinguin, weil der heißt ja auch Cobblepot. Der ist tot, der Vater vom Pinguin. Ich glaube, das ist der Vater oder der Großvater. Und Pinkner, ja, ich weiß nicht, wie alt er werden kann, aber vielleicht könnte der sogar noch leben. Man weiß es nicht. Wenn er sogar seinen eigenen Tod inszeniert hat, vielleicht hat er irgendwas gefunden, was ihn länger am Leben erhalten lässt. Und wer ist das dann hier? Das ist nur eine Figur, die auf dem Sarg liegt, oder? Das ist der gar nicht, ne? Der liegt nicht irgendwie aufgebahrt da. Das ist, glaube ich, nur so eine Figur. Okay, dann haben wir das jetzt auch abgeschlossen. Ich habe sogar noch einen Entwurf bekommen. Damit habe ich fast alle Entwürfe. Was ist denn das, bitteschön? Ein Baby?
Ein rotes Baby mit einer orangenen Nase? Das ist... Boah, das ist irgendwie schon ein bisschen gruselig. Also es geht noch. Und da sind Goldmünzen drauf oder sowas. Also das haben wir auch abgeschlossen. Ich dachte, da käme noch ein bisschen mehr, aber wir haben ein Verbrechen noch gelöst, ohne dass wir es eigentlich direkt darauf abgesehen haben. Und ich gehe jetzt mal erstmal wieder hier raus. Vielleicht kommt ja noch was, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben damit jetzt auch alles abgeschlossen. Oder? Genau, Burnley. Dann sind wir wieder in der Stadt. Und ich gucke jetzt nochmal auf die Karte. Oh, nee, Quatsch. Ich gucke nochmal auf die Karte. So, ich habe auch alle Riddler, habe ich gleichzeitig auch nochmal alle gesucht. Die waren ja letztes Mal auch noch auf der Karte drauf, die Verstecke hatten von den Enigma-Paketen, die ich ja schon eingesammelt hatte, weswegen das ein bisschen witzlos gewesen war, die nochmal zu befragen. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht, damit die Karte leer ist. Das ist Enigmas Hauptquartier. Das haben wir ja gelöst. Da sind wir ja und haben Enigmas Computer kaputt gemacht. Und hier sieht man ja alles auf der Karte fertig. Und ich gucke jetzt hier nochmal 100% abgeschlossen. Das sind ja nur diese Rangdinger, ne? Genau, das ist ja hier nur, das habe ich noch nicht gemacht. Da habe ich nur 93% abgeschlossen. Und hier habe ich beim schlimmsten Albtraum noch weniger. Das kann ich ja auch nochmal irgendwann machen, aber das hat ja von der Story nichts zu tun. Deshalb fehlt hier auch eine unterstützte Verbesserung. Und hierbei haben wir auch alles abgeschlossen. Ich habe jetzt also alle Profile, ich habe alle Gotham-Infos, die werde ich dann auch nochmal vorlesen. Hier ist das letzte mit der Gruft, das werde ich dann nochmal in einem extra Video packen, damit das ein bisschen gebündelt ist, hatte ich mir so vorgestellt. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wo ich dann hier alles vorlesen werde und alle Profile nochmal vorlesen werde. Und auch alle Entwürfe zeigen werde. Da habe ich nämlich, obwohl mir fehlen, glaube ich, 4 Stück noch. Mal sehen, ob ich die noch kriege vor der Aufnahme. Mal sehen. Ich weiß nicht, was. Da muss man auch wieder bei diesem Herausforderungsmodus, da muss man viele Punkte und Medaillen sammeln, die man in der Betthöhle absolvieren kann. Das sind so Trainingsmissionen mit Kämpfen oder diese Jägerbewegungen. Und das dauert schon eine Weile. Das weiß ich nicht, ob ich da noch alles machen werde. Ob man auch alles kriegt. Ich kriege ja nicht alles. Man kriegt ja nicht immer 3 Medaillen. 3 ist nämlich das Höchste. Das ist gar nicht so einfach. Und jetzt haben wir alles geschafft. Das ging schneller, als ich das eigentlich gedacht hatte. Und was ist denn das da oben? Ach, da war, glaube ich, nur ein Riddler-Ding, oder? Deshalb, ich hätte das gar nicht... das Ding war für das Riddler. Das hatte mit der Tür gar nichts zu tun, glaube ich. Ich glaube, die war einfach nur zu. Da konnte ich bestimmt nicht rein. So... Nee, dann ist gut. Dann haben wir jetzt alles gelöst. Dann haben wir den Joker gefasst. Gotham ist wieder einigermaßen sicher, auch vor den Verbrechern. Und die Stadt schläft zwar nie, aber wir schlafen auch nie. Die Verbrecher schlafen nie. Also es geht ja dann auch weiter in dem nächsten Batman. Und ich habe ja noch... Ach, das habe ich vergessen. Ich habe ja noch... Ich kann das ja mal kurz zeigen. Wir können ja mal das Spiel verlassen. Es ist ja jetzt nichts mehr. Wir haben ja noch ein paar Minuten. So ist es ja nicht. Dann wird das jetzt nur so eine Hin- und Her-Folge. So, Story. Und dann gibt es immer noch den Herausforderungsmodus. Kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Da gibt es nämlich dann auch noch so ein paar Entwürfe. Da kann man hier als Deathstroke spielen, als Batman, auch in verschiedenen Anzügen, die er dann anhat. Was es halt so gibt. Und Million-Anzug, genau. Und Deathstroke sieht auch manchmal ein bisschen anders aus. Hier so ein bisschen so. Injustice. Oder Judas Contract. Mehr gibt es da nicht. Und dann habe ich hier auch noch... Bruce Wayne Imitation, das konnte man sich, glaube ich, nochmal extra laden. Musste man noch 1-2 Euro dafür bezahlen. Das werde ich dann auch nochmal machen. Das ist aber, glaube ich, dann eine extra, da auch mal so, glaube ich, sogar mit ein bisschen Geschichte drin. Geht, glaube ich, nicht ganz so lange, aber so ein bisschen. Das werde ich auch nochmal machen. Und hier, ne, die Karten hier. Da habe ich jetzt so ein paar Medaillen habe ich schon. Und da kann man dann hier, ne, 2, 3 hier und sowas. Und je mehr Medaillen man hat, desto mehr Entwürfe kann man auch freischalten. Und das sind eine Menge Entwürfe, glaube ich, gewesen. Extras, genau. Und da gibt es nochmal hier die Charaktertrophäen. Die habe ich mir alle noch gar nicht angeguckt gehabt. Die kann man sich dann nochmal angucken. Mir fehlen hier 2. Ich muss mal gucken, warum mir hier 2 fehlen. Das weiß ich noch nicht. Ich dachte, die würde ich bekommen, wenn ich das Grab angucke. Und hier sind auch ein paar Bilder, ne? Da sind auch ein paar. Da fehlen mir hier 2. Da fehlt mir keins, da fehlt mir 1, also fehlen mir 3, 4 Stück fehlen mir noch. Mal sehen, ob ich die noch alle zusammenbekomme. Und genau, 91% habe ich insgesamt und 15% war das, wo ich das Spiel nochmal anfangen musste für, weil da mal eine Folge fehlte. Da habe ich dann das Stückchen hingespielt. Und dann würde ich sagen, dann sind wir jetzt hier auch fertig. Ich bedanke mich aufs Herzlichste fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der Extra-Folge, wo ich dann nochmal alle Extras und so zeigen werde und alle Profile und dann nochmal bei Initation. Und bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Bis dahin. Tschüss.